damals vielleicht mein Video, wie haben Sie das Überzeugnis gesehen? Da hast du gelernt, was die wichtigen Grundpfeiler des Überzeugens sind. In diesem Video zeige ich dir jetzt aufbauend darauf, was sind die wichtigen Methoden der Einflussnahme, was sind die 6 Prinzipien der Einflussnahme, die so gewissermaßen in der Psyche des Menschen systemimmanent verankert sind. Sei gespannt und freu dich drauf. Hallo, mein Name ist Stefan Bartel. Seit über 30 Jahren trainiere ich Führungskräfte und trainiere mit ihnen, wie sie erfolgreich Einfluss nehmen können. Und ich habe viele 10.000 Führungskräfte geschult zu diesen Punkten, die ich euch jetzt in diesem Video kurz zusammengefasst zeigen möchte. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich, wenn ihr einen Daumen hoch mir gebt und den Kanal abonniert. Das ist dann das, was mein Lohn des Videos ist. Zunächst ein wichtiger Grundsatz. 2 wichtige Grundsätze. Grundsatz Nummer 1 ist, der andere kann immer Nein sagen. Das musst du wissen. Es gibt niemals eine Garantie auf Erfolg. Das heißt, in der Rhetorik gibt es keine Garantie auf Erfolg. 2. Grundsatz. Bei geschickter Anwendung dieser Prinzipien kann die Wahrscheinlichkeit, dass der andere in meinem Sinne, in meinem Interesse handelt, deutlich erhöht wird. Also, wir reden hier nur von Wahrscheinlichkeiten. Wenn dich diese Punkte interessieren, empfehle ich dir mein Buch, jetzt bei Amazon, 1x1 Kommunikation für Führungskräfte. Dort sind im Kapitel 2 diese 6 Prinzipien ausführlich beschrieben. So, wir kommen zu diesen Prinzipien. 1. Prinzip, das heißt, die Kraft der eigenen Gedanken. Überall, wo du beteiligt bist, wo du mitgestalten konntest, wo du einbezogen wurdest, hast du viel mehr Energie, die Dinge auch umzusetzen. Deshalb die wichtigste Frage im Leben eines Einflussnehmers ist die Frage WSSV, Kurzform für Was schlagen Sie vor? Merke dir bitte, zukünftig immer, bevor du deinen Standpunkt einbringst, frag deinen Gesprächspartner, was schlagen sie vor? Wenn er jetzt nur ein wenig etwas sagt, was in die von dir gewünschte Richtung geht, bist du der Gewinner. Denn daran glaubt er. Wenn du dasselbe sagst, sind es ja deine Worte. Also mach den Gesprächspartner zum Beteiligten. Mach Betroffene zu Beteiligten. Am besten durch die Frage, was schlagen sie vor? Das 2. Prinzip ist das Relativitätsprinzip der Psyche. Hat nichts mit Einsteins Relativitätstheorie zu tun. Unsere Wahrnehmung hat immer eine Messlatte. Also langsam, schnell, nah, weit, billig, teuer, ist immer abhängig von der Bezugsgröße. Ich gebe dir ein Beispiel. Angenommen, du stehst im Stau. Deine Spur geht mit 12 km/h. Die andere Spur geht mit 6 km/h. Was denkst du? Boah, geht ja schnell. Jetzt fährst du auf derselben Autobahnstrecke, auf demselben Autobahnabschnitt. Rechts ist frei, links fährt einer mit 120. Der geht nicht nach rechts, du fährst dahinter. Was denkst du? So ein langsamer Blockierer. Du fährst objektiv 10-mal so schnell und denkst gefühlt, es ist langsam. Weil das Relativitätsprinzip der Psyche vorhanden ist. Und deshalb ist meine Empfehlung, wenn du zukünftig einen Verbesserungsvorschlag hast, eine Idee deinem Chef verkaufen möchtest, wenn du einen anderen zu etwas auffordern möchtest, mach ihm immer 2 Vorschläge. Einen ersten Optimalvorschlag, vielleicht ein bisschen überzogen, Luxusvorschlag, und warte die Reaktion ab. Einen zweiten, dann der eher günstiger ist, einfacher, leichter umzusetzen, ohne so viel Aufwand. So wird automatisch die Wahrscheinlichkeit steigen, dass der 2. Vorschlag Gehör findet. Wenn du den als ersten nennst, wird er vielleicht manchmal auch abgelehnt werden. Ich gebe dir eine Metapher mit, wie dieses Prinzip funktioniert. Mach mal folgenden Versuch. Nimm 3 Eimer mit Wasser.
den linken Eimer eiskalt, den rechten, so wie du es aushalten kannst, 40 Grad und den mittleren lauwarm. Dann tust du deine linke Hand in den eiskalten, rechte in den heißen. Lässt sie drin, bis du dich akklimatisiert hast. Dann nimmst du sie raus und tust sie gleichzeitig in den mittleren lauwarm. Was wirst du glauben? Deine linke Hand sagt, es ist heiß, rechte Hand sagt, es ist kalt. Das ist ein sehr beeindruckender Selbstversuch, der dir zeigt, wie das Relativitätsprinzip der Psyche funktioniert. Ich mache meinen Kunden so immer mindestens zwei Angebote. Ein optimales Luxusangebot und eins, welches günstiger ist. Warum mache ich das? Ja, weil ich weiß, das Relativitätsprinzip ist ein sehr machtvolles Prinzip. Wir kommen zum dritten Prinzip. Das ist das Prinzip der Gegenseitigkeit. Wie du mir, so ich dir. Wenn wir jemandem einen Gefallen tun, also in Vorleistung gehen, dann gerät er ein Stück in Abhängigkeit zu mir. Die Gesellschaft funktioniert so. Der Nachbar 1 kommt dem Nachbar 2 entgegen, beide ein bisschen treffen sich in der Mitte. Vielleicht erinnerst du dich, 70er Jahre, letztes Jahrhundert, war die Hare Krishna-Sekte sehr stark im Spendensammeln. Was haben die gemacht? Die haben genau dieses Prinzip bei den Menschen aktiviert. Am Flughafen hat einer dieser Mönche mit den Kutten und den wenigen Haaren, die zopfartig nach hinten gebunden waren, jemandem in vollendeter Höflichkeit eine Papierblume geschenkt. Der Herr sagt, nee, will ich nicht. Das macht er dreimal, viermal, läuft nebenher. Irgendwann nimmt sie der Herr. Geht um die Ecke, tut sie im Papierkorb. Nach der nächsten Ecke kommt der nächste Mönch und sagt, mein Herr, eine kleine Spende. Es ist unglaublich. Dieses Prinzip hat diese Sekte zu Millioneneinnahmen verholfen. Und der dritte dieser Mönche stand hinter dem Papierkorb, hat dann die Blume wieder rausgenommen und ihm erst wieder gegeben. Das war das Funktionsprinzip. Bist du interessiert zu erfahren, wie du dieses Prinzip aushebeln kannst, wenn du deinen gebrauchten Golf verkaufst zum Beispiel? Ich glaube ja, ich gebe dir einen wertvollen Hinweis. Angenommen, du inserierst 11.000, jemand liest 11.000, aha, der kommt zu dir, der weiß 11.000 für 10 Griechen auch, er wird dir 9.000 anbieten. Jetzt machst du Folgendes. Du bist völlig entsetzt, entrüstet. 9.000 ist dieses schöne Auto, hör mal her. Das kann niemals sein. Solange bis der andere sich quasi entschuldigt, ja gut, das war ja mein Angebot, wir können es ja auch treffen. Dann fragst du, wo? Was heißt treffen? Dann wird er irgendwann sagen, 10.000. Jetzt sagst du einen einzigen magischen Satz, der bringt dir 500 Euro. Jetzt sagst du den Satz, jetzt sind wir nicht mehr so weit auseinander. Probier's aus. Sehr machtvoll, jetzt hast du dieses Prinzip gezielt ausgehebelt. Also das dritte Prinzip. Gegenseitiger. Das vierte Prinzip ist das Prinzip der Glaubwürdigkeit. Heißt, handeln in Übereinstimmung mit eigenen Äußerungen. Ich gebe dir ein Beispiel, was ich selbst vor einigen Jahren erlebt habe. Ich sitze im Büro, schöner Maitag, irgendwie Tag, ich habe da gerade nicht so viel Lust gehabt. Ich habe mich gefreut auf eine schöne Cabrio-Ausfahrt. Telefon schellt. Meine Sekretärin geht ran und dann stellt sie zu mir durch. Es ging... Eine Dame war dran, die dann mich sehr freundlich gefragt hat, ziemlich sehr freundlich, sagte zunächst, Herr Bartel, schön, dass Sie sie jetzt endlich direkt erreichen. Sie macht eine Pause. Bei mir entstand das Gefühl, wichtiger Geschäftsmann, ich habe wichtige Dinge zu tun, ich bin sehr gefragt. Und dann sagt sie, Herr Bartel, wie geht es Ihnen denn heute an diesem schönen Tag? Ich sage, sie, mir geht es heute prächtig, ganz prima, tolles Wetter, ich freue mich aufs Wochenende, hat eine erfolgreiche geschäftliche Woche gehabt, so ähnlich war das Gespräch. Dann sagt die Dame, schauen Sie, genau deshalb rufe ich an. Ich bin Vertreterin einer Organisation, die Menschen unterstützt, die nicht so viel Glück gehabt haben wie Sie. Jetzt war ich in einer schwierigen Situation, spende ich jetzt nichts, bin ich ein Schwein. Also habe ich mich gewissermaßen von dieser Schuld freigekauft und habe 30 Euro gespendet. Machtvolles Prinzip.
Wie kannst du das im Gespräch einsetzen? Das kannst du einsetzen, indem du deinen Gesprächspartner durch sogenannte Ja-Fragen, man spricht auch von der sokratischen Frage, dazu veranlasst, immer ein kleines bisschen mehr in deine Richtung zu gehen. Also du fragst ihn, was hältst du davon, wenn man das so und so macht? Ja, da fragst du ihn, findest du das auch eine gute Idee? Wenn er gerade schon mal allgemein zugestimmt hat, ist es schwerer Nein zu sagen. Klappt das auch, wenn ich nicht da bin? Kann ich mich darauf verlassen, dass es umgesetzt wird? Du spürst die Macht dieser Ja-Fragen. Wenn euch das jetzt genauer interessiert, die Fragetechnik, die sokratische Frage, dann bitte lies in meinem Buch, dort habe ich vieles dazu geschrieben, so dass du auch viele Praxisbeispiele erhalten kannst. Nun kommen wir zum fünften Prinzip. Das heißt, zur Macht von Drucksituationen. Das ist ein bisschen schwierig. Einerseits ist ja eine meiner Lieblingsaussagen, Leidensdruck ist Katalysator für Veränderung. Andererseits darf der nicht zu groß werden, dieser Druck. Denn ihr kennt vielleicht den Nikolauseffekt. Was meint der Nikolauseffekt? Der meint Folgendes. Das habe ich als Student erlebt. Da habe ich viele Nebenjobs gehabt. Einer, leider nur einen Tag im Jahr, das war der Beste. Da hast du Ehre ohne Ende gekriegt. Ich war Bezahl-Nikolaus. Es gab so eine Agentur, die als Student vermietet als Nikoläuse. 6. Dezember. Du fängst an irgendwann um 11 Uhr und hast 20 Termine bis abends um 8. Und du schellst, du klopfst mit dem Stab Gottes an die Haustür. Die geht auf. Da stehen so zwei laufende Meter vor dir und du fragst mit der Stimme Gottes, weißer Rauschebart und dem Stab, na Junge, wirst du auch zukünftig deinem Vater die Leichtmetallfelgen immer mit der Zahnbürste putzen? Was glaubt ihr, haben die immer gesagt. Die haben gesagt, ja, na klar, mach ich, ja klar. Warum sagen die? Die wissen genau, wenn sie jetzt Nein sagen, dann geht der Sack nicht auf, das Geschenk kommt nicht raus. Also, gemacht hat, das bin ich mir sicher, überhaupt niemals jemand. Warum? Weil wenn der Druck weg ist, am nächsten Tag, ist auch die Zustimmung weg. Und deshalb darf man nicht zu viel Druck aufbauen. Andererseits, ganz ohne Druck ist Veränderung auch nicht möglich. Prüf mal dich selbst. Wann hast du dich in deinem Leben verändert? Meist, wenn ein negatives Ereignis, wenn etwas Negatives da war. Wann hast du angefangen, Sport zu machen? Wenn dir das gesundheitlich schlecht ging, abnehmen, wenn der Anzug geplatzt ist. Ja, wann hast du Dinge verändert? Immer dann, wenn ein Stück Leidensdruck da war. Und das ist in der Gesprächsführung schwierig. Da muss man ein Gefühl dafür entwickeln. Sechste Prinzip ist die Macht des knappen Angebots. Alles, was knapp ist, ist wertvoll. Im Netz haben wir das sehr häufig. Nur heute gibt es nur noch wenige Exemplare auf Amazon zum Beispiel. Und plötzlich wird Begehrlichkeit bei uns geweckt. Alles, was grenzenlos verfügbar ist, ist billig. Ich habe das einmal vor einiger Zeit selbst erlebt. Da hatte ich einen leeren Tank und ich fahre an die Tankstelle. Das Auto brauchte Super Plus. Da war Super Plus war Pumpe defekt. Ich fahre zur nächsten Tankstelle, Super Plus war aus. Da habe ich gespürt, also je knapper das wurde mit der Tankanzeige, umso bereiter bin ich auch viel Geld für einen Liter zu bezahlen. Ich gebe euch noch ein Beispiel, wie ihr dieses Prinzip für euch nutzen könnt, wenn ihr euer Auto verkauft. Angenommen, du inserierst dein Auto, rufen drei an. Bisher hast du gesagt, der eine kommt um 1:30, der andere um 2, der dritte um 3:30. Ich empfehle dir, wir stehen alle auf 14 Uhr. Das muss man dann mit sich auch aushalten können. Jetzt kommt einer vielleicht so 2:40, der schaut das Auto an, da kommt der zweite um 2, den parkst du ein bisschen entfernt, dass er die Detailmängel nicht sieht. Der erste, der es anschaut, der ist sauer und geht wieder. Wenn er geht, ruft den zweiten, so bitte, jetzt können Sie das Auto anschauen. Und dann kommt um 2:05 der dritte und er parkt dann auch, oh, Entschuldigung, der Herr war vor Ihnen da, bitte warten Sie noch einen Augenblick. Und dann denkt der zweite, jetzt bin aber ich dran. So wird Begehrlichkeit geweckt. Das ist eine wunderbare Methode, um weniger Nachlass geben zu müssen. Jetzt fragst du dich, es ruft nur einer an, was machst du dann? Naja, dann hast du zwei Freundinnen, einer ist schon da, einer kommt ein bisschen später, dann kannst du das genauso machen. Diese sechs Prinzipien müssen wir geschickt aktivieren
beim Gesprächspartner. Und jetzt zeige ich dir noch etwas. Du musst dir genau überlegen, in welcher Situation kannst du welches Prinzip für dich zur Anwendung bringen und beim Gesprächspartner zum Leben erwecken. Und dann bitte schreib dir auf, was du sagst. Schreib dir auf, wie du es machst. Und dann bitte übe das. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Übung. Und noch ein Hinweis, wenn du umgekehrt wissen möchtest, wie du dich davor schützen kannst, wenn der andere bei dir diese Prinzipien zur Anwendung bringt, dann empfehle ich dir mein Buch bei Amazon, einmal 1 Kommunikation für Führungskräfte. Dort findest du jeweils Strategien zur Umsetzung und zur geeigneten Abwehr dieser Prinzipien. In diesem Sinne, passt auf euch auf, für Gott, wie man in Bayern so liebevoll sagt.